Okay, jetzt nochmal aufgepasst. Wir gehen nochmal durch. Bitte, hier versteckt sich ein Sprichwort. Wir gehen nochmal durch. Alle rein, von links nach rechts, von oben nach unten. Bitte, es ist auch nur ein Sprichwort versteckt. Es ist ein Sprichwort, was wir suchen. Klar, es sind hier einige Wörter, wie ihr vielleicht seht. Grube. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Sprichwort suchen wir nicht. Es ist ein ganzer Satz. Bitte sagt mir, was für ein Sprichwort sich hier versteckt hat. Okay? Was für ein Sprichwort sehen wir hier? Und es ist wirklich einfach. Es ist wirklich einfach. Leute, ihr wisst das. Es ist wirklich so einfach. Wir haben selten so eine einfache Runde gehabt. Bitte sagt mir, was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Genau anschauen, anrufen, abkassieren. Alles klar? So, jetzt bitte anrufen, mir sagen, was für ein Sprichwort sehen wir hier? Was für ein Sprichwort hat sich hier versteckt? Dieses Sprichwort, kleiner Tipp, wir alle stehen drauf, okay? Wir alle stehen drauf. Alles klar? Ihr steht drauf, ich stehe drauf, okay? Also, mein kleiner Tipp an euch. Was für ein Sprichwort versteckt sich hier? Ihr kriegt raus, ihr kriegt raus. Ich weiß, ihr wisst das. Ich denke, bestimmt 150 Leute von euch wissen das. Und ihr seid einfach zu faul, zum Hörer zu greifen. Ich frage mich nicht, warum. Vielleicht schwimmt ihr ja im Geld, habt davon genug. Ich weiß es nicht. Aber warum guckt ihr dann diese Sendung? Leute, ehrlich. Okay, ja, wir haben Spaß hier. Ich hoffe, Sie auch. Bitte Spaß haben, anrufen und 500 Euro abkassieren. 500 Euro. Was könnt ihr euch alles für 500 Euro leisten? Mensch, ein Satz neue Winterreifen, Urlaub auf Malle, was ihr wollt. Bitte sagt mir hier, was für ein Sprichwort sich hier versteckt hält. Genau anschauen, anrufen, abkassieren. Macht mich um 500 Euro ärmer. Ich hab's ja. Okay, Leute, was für ein Sprichwort versteckt sich hier? Bitte lest doch mal ganz genau. Macht euch das klar, macht euch das klar. Was hat sich hier versteckt? Es ist ein Sprichwort, was jeder kennt. Jeder von euch kennt es. Jeder von euch kennt es. Es ist, alle haben es. Alle haben es. Ihr findet das auch in jedem Supermarkt. Also, alle haben es. Alle Menschen haben es. Alle Dinge haben es. Mensch, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Mensch, das, was wir hier rauskriegen, das ist doch so simpel, ist echt so simpel. Also, wenn ihr es nicht raus... Also, ich glaube, wir alle wissen es hier, ne? Ja, wir alle wissen es hier. Und selbst die Kabelhilfe weiß das. Alles klar? Ist doch unglaublich. Selbst die Kabelhilfe weiß das. Mensch, ihr könnt mir doch erzählen, dass ihr nicht so viel Grips habt wie unsere Kabelhilfe hier, oder? Wer bist du überhaupt? So, eine süße Maus, ja. Hast du hochgeschlafen hier, ne? So, komm, bitte, helft mir hier aus. Ich erhöhe jetzt, ich packe jetzt 200 Euro drauf. Ich packe 200 Euro drauf. Wir suchen ein Sprichwort. Dieses Sprichwort, wir finden das, eins der Wörter ist in jedem Supermarkt zu finden. Beide Wörter sind eigentlich in jedem Supermarkt zu finden. Deswegen, bitte, denkt mal nach. Heiß, heiß, heiß. Ist das heiß hier? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt hier, macht mich um 700 Euro ärmer. Ruft mich an, macht mich um 700 Euro ärmer. Ich hab's ja. Also, bitte anrufen und mir sagen, was für ein Sprichwort sich hier versteckt hält. Bitte, jetzt, hier, nochmal. Guckt's euch an, schaut's euch an. Was haben wir hier versteckt? Was haben wir hier versteckt? So einfach, bitte. Ihr kriegt es raus, ihr kriegt es raus und ihr wisst es, ich bin mir sicher, ihr wisst es. Ihr wisst es und ihr ruft nicht an. Was für ein Verbrechen. 700 Euro für 50 Cent. Unglaublich, das ist der Wahnsinn. Sagt mir, was haben wir hier versteckt? Genau anschauen. Der Countdown läuft, die letzten Sekunden laufen. Die letzten Sekunden für euch. Wenn ihr jetzt nicht anruft, könnt ihr auch nicht gewinnen. Bitte, jetzt. Was haben wir versteckt? Ein Sprichwort suchen wir. Der Countdown läuft. So, bitte, jetzt Gas geben, anrufen, okay? Alles klar. Was für ein Sprichwort haben wir hier versteckt? Schaut es euch an, was haben wir hier versteckt? Kommt, Leute, lasst mich nicht hängen. Jetzt. Was suchen wir? Wir suchen ein Sprichwort. Bitte, überlegt, was suchen wir? Es ist so einfach. Ihr müsst einfach nur lesen. Es ist ein ganzer Satz, den wir hier suchen. Ein ganzer Satz, der sich in Form
eines Sprichworts hier versteckt. Bitte, Leute, Leute, lasst mich nicht hängen. Ihr wisst es. Es gibt so viele. Ich bin sicher, du, ja, genau du. Genau du weißt es und du rufst mich nicht an. Ihr wisst es. Mann, ihr wisst es doch, Leute. So, jetzt habt das. Ich weiß, einer von euch hat das. Ich weiß, jetzt hat das einer von euch. Ja, genau, jetzt hat das einer von euch. Alles klar, genau du. Jetzt anrufen und abkassieren. So, jetzt bitte anrufen und mir sagen, was für ein Sprichwort wir hier versteckt haben. 700 Euro, wir haben 4 Leitungen frei. Bitte, Leute, bitte anrufen und mir sagen, was wir hier versteckt haben. Was haben wir versteckt? Bitte. Mann! Ist doch echt nicht so schwer. Bitte erzählt mir, was für ein Sprichwort sich hier versteckt hält. Und ich weiß, ihr wisst das. Bestimmt 150 Leute von euch wissen das und sind nur zu faul, zum Telefonhörer zu greifen. Leute, bitte, helft mir, alles klar? Bitte, konzentrieren, lesen. Was haben wir hier versteckt? Unglaublich. Wir haben immer noch keinen in der Leitung. Mensch, Leute, kann doch nicht so schwer sein. Also 50 Cent hat doch jeder von euch über, oder? 50 Cent hat doch jeder von euch über, vor allem wenn ihr es wisst und euch die Kohle einfach durch die Lappen gehen lässt. Also, ich weiß auch nicht. Also ich kann euch nicht weiterhelfen. Welches Sprichwort suchen wir hier? Was suchen wir hier? Bitte. Denk doch mal nach. Es ist wirklich nicht so schwierig. Was für ein Sprichwort, Mann. Oh. Was haben wir hier versteckt? Ein simples Sprichwort und keiner von euch weiß das. Könnt ihr mir noch nicht erzählen, oder? Kann doch nicht wahr sein. Bitte anrufen. Sagt mir, was wir hier versteckt haben. Ein Sprichwort. Was haben wir hier versteckt? Bitte genau anschauen und mir sagen, was wir hier versteckt haben. Welches Sprichwort suchen wir hier? Bitte anrufen. Die 0163 738 4687 für ein Sprichwort, was wir hier immer noch suchen und was von euch nicht gelöst wird. Ich weiß ja nicht, vielleicht seid ihr zu blöd, irgendwie das zu wissen, oder ihr könnt nicht telefonieren. Also eins von beiden. Also mir fällt mir dazu echt nicht ein. So, ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt haben wir 8 Leitungen frei. Bitte jetzt anrufen. Kann doch nicht wahr sein. Ach Leute, wisst ihr was? Ich leg nochmal 200 Euro drauf. Komm, macht mich arm. Ich hab's ja. Komm, anrufen. 900 Euro. Boah, 900 Euro für 50 Cent. Wie geil ist das denn? Ehrlich. Unglaublich. Für sowas Einfaches. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie binomische Formeln und irgendwelche Kurvendiskussionen hier durchdiskutieren. Nein, wir suchen ein Sprichwort. Leute. Ein Sprichwort. Kriegen wir ein deutsches Sprichwort hier jetzt gelöst? Kriegen wir das hin? Bitte ruft mich an. Ich bleibe jetzt so lange stehen, bis ihr mich anruft, okay? Und das ist echt wahnsinnig anstrengend. Bitte, ich warte jetzt so lange, bis einer anruft. Bekomme ich einen Anruf? Warum bekomme ich keinen Anruf? Leute, mögt ihr das, wenn ich hier leide? Mögt ihr das, mich leiden zu sehen so? Dann seid ihr ganz schön sadistisch, wisst ihr das? Also die mich hier leiden sehen wollen, bitte umschalten.